Was habt ihr gemacht? Guten Morgen, Freunde. Was geht bei uns? Geht wieder so einiges. Du hast gerade im Rhythmus gesprochen. Du kennst dich. Du hast so gesagt. Guten Morgen, Freunde. Was geht? Kennst du das Lied? Ja, genau. Das war original. Ja, okay. Kann doch nur gut werden heute. Was ist denn jetzt los? Steve wurde nochmal angemalt. Ich mach schon mal das Video fertig, gar kein Problem. Jetzt liegt er im Bett, ruht sich nochmal aus und um 9:30 wollen wir hier losfahren. Und dann geht das los hier für ihn. Verstehst du das mal? Ich muss jetzt mal meine Knülle hier trinken. So sieht es nämlich aus, weil heute steht nämlich komplett Bodybuilding an. Und ich freue mich drauf. Und Steve sah richtig gut aus heute Morgen. War nochmal voller und praller durch das Meckes-Menü. Und ja. Wir nehmen euch wieder mit für den ganzen Tag. Also viel Spaß mit diesem Video. Peace aus. Erstmal wieder natürlich Morning Routine. Das schöne Rain wird jetzt hier geballert. Dazu habe ich mir ein Protein Porridge gemacht mit White Chocolate, Raspberry, Dark Chocolate, Cherry und Erdnussriege. Also es schmeckt halt wie Snickers. Für unterwegs mega, mega praktisch, gute Werte. Und wieder meine Vitaminroutine habe ich auch wieder am Start für euch. So sieht es nämlich aus. Plus meine zwei Eier. So, Prep Meat ist fertig. 300 Gramm Hähnchen habe ich hier drin mit ein bisschen Reis. Und gestern noch. Grießbrei Pudding 400 Gramm mit 200 Gramm. High Protein Pudding Vanille gemischt mit dem Isolat Whey Vanille Flavor. Bisschen Zimt drüber und ja, das ist mein Prep Meal für den halben oder vielleicht nur für den Tag. Lol. So, Abfahrt. Sie rein da. Rein da, Stevie. Rein da, rein. Geh rein da jetzt, Junge. Gleich kommt ein alter Konkurrent von mir, mit dem ich früher auf der Bühne stand. Der wurde Erster, der wurde die Zweite in der Men's Physik. Der war vor zwei Jahren noch Amateur, jetzt ist seit zwei Jahren Profi und er stand jetzt hier auch in der Mitte jetzt. Line-up bei den Profis in der Men's Physik. Das zeige ich dir mal gleich. Ich will einfach nur Bodybuilding machen. Appreciate it, Bro. So, Maske am Start. So, wir gehen jetzt hier Sandman's Tank, Tongue. Ich glaube, heißt das Zunge auf Englisch? Ja, ich glaube schon. Das haben mir 7 oder 8 Follower empfohlen, dass es hier richtig gut schmecken soll. Ja, Stevie will jetzt einen richtig geilen, leckeren Burger gönnen. Hauptsache waren wichtig, auch Süßkartoffelpommes waren wichtig. Und jetzt gehen wir rein. My Chicken Beef Burger. Thank you, Bro. Appreciate it. Wenn mein Burger schon leer ist, hat der Influencer eigentlich immer noch nicht angefangen. Weil ich hier wieder den ganzen Tag filmen muss, essen und abdrehen muss für Storys und so, Digga. Ja, genau. Ja, schön, Kröte, Digga. Jetzt beiß ich aber rein. Du bist bereit, ja? Jetzt beiß ich. Ich beiß jetzt endlich rein. So, Freunde, ich habe eine Stunde geschlafen und dann auch schon ab nach Prag in die Innenstadt, Shopping Malls, dies, das, dies, das. Mal gucken, was es da so für Snacks geben wird. Ich nehme mich auf jeden Fall mit. Uwe war noch am Pennen oder ja, gepennt. Eike ist gerade ins Video gekommen. Und ich habe eine Stunde gepennt. Gleich haben es 18 Uhr. Wir sind eigentlich schon gleich los. Steve hat da seinen Final-Showdown noch. So, es geht jetzt erstmal in die Stadt. Also, sehen wir später bei den Snacks. Hoffentlich.
Finals, Stevie. Yeah. Wie viele sind eigentlich in deiner Klasse? Neun. Also, neun sind das insgesamt gewesen, ja. Jetzt schon Aminos-Ballon, oder was? Ja, hier ein bisschen Schaum noch drauf, aber ich werde mir schön das Zeug gönnen. Für den Pump, Digga, gönn dir die Aminosäuren. Ja, Top 6 ist er jetzt auf jeden Fall. Gleich geht's nochmal on Stage. Dann ist die Siegerehrung. Ich schätze 5. sogar. Schätze ich ein. Auf jeden Fall ist die Konkurrenz der Klasse ultra stark. Die haben so viel Fleisch auf den Rücken und sind so furztrott. Alter, das sieht einfach nur heftig Fleisch aus hier im Backstage-Bereich. Oder was habt ihr? Wunderschön. Den anderen habt ihr. Ja, den anderen. Ja, der war auch sehr enttäuscht, hat auch geweint. Ja, er hat schon ein bisschen relativ das angesehen. Oleg. He ist pissed, ja. Ja. Verständlich, ey. Ja. Er war echt trocken auch und alles. Kaum. Ja, so ist das. Aber so ist das Bodybuilding, ja. Das ist jetzt hier so rumgelaufen. Das Ding ist auch, wenn du einen Namen hast, ne, dann. Der Name ist es halt. Weil der ist schon sehr bekannt, der gewonnen hat. Oh, Bruder, du hast Bock auf Pizza gehabt, hast du gesagt? Dann gönnen wir uns gleich Pizza. Ich habe Burger nach gestern McDonalds und heute so ein. Heute war der Burger war schon gut, der Tom. Wie gesagt, der hat dich nur mal praller und trottner gemacht, muss ich sagen. Weißt du, ja, doch. Was genau an dem? Ja, das alles Essen so. Die Pommes mit dem Ketchup und der Mayonnaise, die du gegessen hast, also weggeatmet hast alles. Ja, war lecker. Und dann hast du schön. War ein guter Einfall von dir. Wenn es um Essen geht, Bruder, ich bin am Start. Während ich schon fertig bin mit der Pizza, sind hier alle. Was aber geschummelt, ja? Doch, fleißig am Essen. Immer diese Social Media Leute. Ja, genau die. Einer hat mir vorhin geschickt, deswegen was geschickt dazu. Ich bevorzuge immer Essen und da mache ich jetzt gerade die Fotovideos. Guten Morgen, Freunde, was geht? Letzter Tag in Prag steht an mit den Jungs in der Männer-WG. War ein geiles Wochenende. Sieger, da haben wir noch ordentlich gegessen gestern. Mega, mega gut. Ja, wir hatten auch noch kleine, einige Snacks gehabt. Dieser heute letzter Tag in Prag. Aber zuerst wieder meine Morning-Routine. Und zwar Kurkuma mit Peperin. Glucomanan, Vitamin D3, K2, Vitamin X, also aber alles drin, Vitamine nochmal, Zink und Omegas habe ich hier nochmal zusammengemischt mit meinem Porridge und das neue Isolat Whey Schokogeschmack mit Enzym. Mega nice, kann ich nur empfehlen, Freunde. Und nochmal meine 2 Eier. Das ist also erstmal mein Frühstück. Oh, Junge. Man, hast du aufgenommen? Porridge-Time, aus dem Porridge machen mit den Dingern hier. Digga, geil. Das hab ich schon eingetan, Digga. Bombe. Geil. Ist auch geil, Digga. Sehr geil. Ja. So, wollen wir mal zeigen, was so eine Männer-WG hier Müll hat. Innerhalb von 3 Tagen. Alles voll mit Müll. Wir haben hier nochmal eine Ecke mit Supplementen, die so über sind. Wir müssen noch unsere Videos alles fertig machen. Für euch. Da haben wir noch unsere Supplement-Lager, komplette Ecke voll. Da haben wir hier noch unsere ganzen Samples-Proben hier auch nochmal am Start. So, ich habe hier jetzt, guck mal, wie ich alles hier sortiert habe, damit wir gleich alles schön im Runde gehen, alles zusammen runterschleppen können. Weil ihr könnt nur fragen, alle fragen, da bin ich echt oft aufgeräumt, die Sachen. Ja, jeder hat hier seine Rolle. Du bist so der Aufräumertyp so? So, ich bin der Fahrer im Endeffekt. Ich fahr, mach hier, bla. Eike, was ist Eike so? Eike. Der macht ja eigentlich gar nichts. Nee? Doch, irgendwas macht er bestimmt auch, oder? Irgendwas bestimmt, aber ja. Wenn, dann wird schon seit unserem Video sehen, was halt, wenn er was macht, aber ja. So viel ist das nicht. Okay. Außer Kaffee trinken und viel Wasser trinken auf jeden Fall. Steve, der soll sowieso, du warst Steve, ist egal, ist ein Wettkämpfer. Ja, also, bei ihm ist egal, wir haben ihn ja. Das ist egal. Ja. Oder wir nochmal gesagt haben, dass ich also ein Aufräumer bin. Ja. Kennt ihr das? Freunde, wenn ihr mal, also jetzt geht mehr an die Männer jetzt. Ich habe keine Ahnung, aber warum wird immer über mich gesprochen? Wir nur gesagt, was unsere Aufgaben hier waren. Über Aufgaben was gelabert. Ja, okay, redet weiter. Ja, so. Kennt ihr das? Wenn ihr manchmal einfach so diesen Drang habt, jetzt gerade an die Männer, einfach mal Bock hat, einfach aufzuräumen oder sowas. Kennst du das, wenn du einfach mal Schwerdrille bist? Ja, dann muss aber aussehen wie sauber mir. Dann komme ich auch irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, Digga. Aber irgendwann, ich habe das auch manchmal zu Hause, Digga. Habe ich das manchmal selten, aber manchmal habe ich es. Und wenn ich es habe, dann gebe ich Gas. Ja. Und habe jetzt hier auch noch mal ein bisschen Gas gegeben, so dass wir alle zusammen runtergehen können und alles wegpacken können. Wir müssen ja gleich zum Gym, ne? Jo. So, deswegen will ich das hier gleich nach dem Training. 40 Gramm davon, 40 Gramm davon. 80 Gramm tue ich gleich in meinen Checker rein. Mixst du die beiden oder was? Ja, finde ich geil. So, weißt du, dieses Vanille Schoko. Ich schwör's dir, ich habe noch nie so einen Schlemmer-Typen wie Rico. Ich schwöre dir, der mixt alles. Der macht Wandertouren 5 Kilometer, um Eis zu essen und so. Der ist echt. Ja, Eis ist auch geil. Ja, du bist richtig. Eis geht immer.
Richtig krass, ey. Ich muss doch mal mit Marlina sprechen, wie du denn noch privater so bist bei ihr so. Weißt du, das wird mir was drin. Wir nur am besten da, Digga. Nur same shit eigentlich. Dann haben wir hier unsere wahren EAAs. Die, die kein Englisch können. Die ist jetzt, das ist gleich im Interworkout, da werde ich gleich so 95 Gramm reinmixen in einen 1-Liter-Bottle. Ich finde den hier ultra praktisch, Alter. Also der ist wirklich nice. Also kann man perfekt das Pulver reintun, weil es ein großes Loch hier drin ist. Mein Penis passt nicht rein. Nee, passt auf da, jeden Fall nicht rein. Da ist schon zu viel. Oh, das ist aber krass. Ich hab schon probiert, hat nicht gepasst. Also hast du ja echt eine Pringles-Dose in der Hose, ey. Und ja, ich bin gespannt, auf welches Gym wir gleich gehen. Ja, ich auch. Wir gehen in so einem Oldschool-Gym, glaube ich. Ne? Ja? Der Workout darf natürlich nicht fehlen. Oh, Digga, den müssen wir uns gleich gönnen. Unser Booster, unser Lieblingsbooster, ne? Wirklich. Aber den nehmen wir mit, oder? Und dann machen wir drei Scoops. Nö, ich glaube, ich trinke, wenn wir hingehen, fahren, wie auch immer. Nee, diesmal nicht. Was diesmal das, nicht? Das hast du gestern, das hast du vorgestern gemacht. Heute machen wir ein bisschen auf Hardcore. Ach so, heute auf, okay. Ein bisschen auf Hardcore, Digga. Also dann vorm Gym sozusagen. Ja, vorm Gym so. Okay. Und dann trinken. Ja, dann machen wir das so. Okay, gut. Tschüss. Ciao. Tschüss ist Sparta! Auf jeden Chestenmesten! Der Junge gibt aus. Warte, machen wir von der Wand weg. Da liegt er. Aggressiv, der Junge. Komm, steh wieder auf, gib mir noch eine. Training dann, 90 Minuten Training, nur Brust trainiert und zwei Übungen Schulter. Ich habe ja schon ungefähr, ich glaube, 9 oder 10 Sätze Brust gemacht und Steve und alle so, komm her, wir machen jetzt ein Video gemeinsam Bankdrücken. Ich so, jo, okay, nochmal Bankdrücken. Habe ich nochmal 6 oder 7 Sätze gemacht, Alter, voll tot gewesen. Hab nochmal ein paar Sachen nochmal zum Auspumpen gemacht. Das war das Training, also mit 5, 6 Leuten zu trainieren und Video zu drehen, Digga, oder selber hart zu trainieren, geht echt schwer. Mit 2 Leuten geht noch, Digga, mit 4, 5 Leuten ist schon echt schwer. Richtig zu trainieren. Aber ich glaube, jetzt wollte Stevie was essen gehen. Mal gucken, wo er essen gehen will. Also bis gleich im Restaurant. Was hast du gemacht, Digga? Was habt ihr gemacht? Ich hab nur gesehen, Digga, du bist so losgerannt, Digga. Was habt ihr gemacht? Drive-Food mit EAAs und... Wie ist das? In den Hals, über die Nase, direkt in den Rachen geflogen, als ich gerade... Ich seh nur Eike Mund zu, läuft hier hin und kommt das erst mit der Scheiße hier ab, Alter. Eike richtig tot. Aber schmeckt gut. Schmeckt auch gut, Digga, aber du hast ja auch nur verstockt, Digga. Stevie, du hast mich vergewaltigt, Stevie, ne? Ja. Und ich, da konnte ich auch nicht mehr. Das ist kein Bodybuilder, ne? Der kann auch nicht, ne? Alter, ich sterbe gerade, aber es schmeckt sehr gut. Schmeckt sehr. Was hältst du davon, Stevie? Weißt du auch nicht, ne? Hier, 30 Gummibärchen lassen wir hier. Das war nicht Steve. Ne. Guck, wie stylisch die Jacke ist, ey. Stylo, Milo, yeah. Rapmas für Deppen. Und auch geile Weste, Stevie, Junge. Passt zu deiner Kapuze. So, wow. Stevie, wieder zum Italiener. Eigentlich zu dem, wo wir gestern waren, aber der zu. Und wie geht es dem anderen Italiener? Er wird unbedingt Pasta essen. Wer der ist ein Pasta-Liebhaber. Und mal sehen, was da noch so zu essen gibt. Auf jeden Fall hier sieht es mega schön aus. Mega nice, also echt schön. Mann, Agnes. Er hatte so eine schöne Augen mit Winter. Echt? Weil die war so geil, ich schlürf die weg. Die war so geil, ich schlürf die weg. Was ist schlürfen auf Englisch? It was amazing. I take it with one scoop. dry scoop. He is a fighter. He can
Black hier und like MMA Fighter und hier. This, this you can MMA make fighter. This again. Make more puts runter, runterholen. More holes in the hole. Ich kann noch mehr. Ah, sie essen auch. Guten Appetit. Ist hier Pause? Ja, auch Pause. Ja, Pause, ja, Pause. Okay, ich mache noch mehr Appetit hier. Hier ein bisschen Fleisch. Fleisch. Hier ist gutes Licht. Oh, ist die. Oh, frei. Das ist ein Pro Bodybuilder. You like that? What you see? Those muscles. Nice. So, ich habe hier Chickenfilet mit Kartoffeln. Hier haben sie alle Pasta. Da war das hier schön geil. Viele Kartoffeln, Digga. Gönn dir. Salat. Alex, dein Salat Pasta. Ist deftig, mit viel Rauch, ne? Bei dir? Oh, gönn dir. Dein Bruder. Ja, ist ein bisschen wenig. So. Guten Appetit. Guten Appetit. Dankeschön. Steige ich jetzt aus oder spare ich mir das? Ich will aussteigen. Ja, ist doch cool. Weil wer verpisst sich ja nicht. Soll ich rückwärts fahren oder was? Jo Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen, draußen aus Amerika, ich hatte immer noch eine kurze Hose an. Und ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir früher nach Hause fahren. Uwe wird jetzt nochmal eine Stunde pennen. Steve fährt mit seiner Frau und ihre Freundin zusammen nach Hause, oder? Ja, genau. Und ja, deswegen können wir auch früher losfahren, das heißt, dass wir noch den ganzen Montag noch für uns haben. Wenn wir heute noch losfahren, kein Verkehr, dies, das. Und ich mache jetzt gerade mal ein Prep-Meal fertig, und zwar Reis, Rindfleisch, Hähnchen und hier 400 Gramm Wiesmann-Pudding mit Schokoladenpudding und 40 Gramm Wiesmann-Pudding, das neue Vanilla-Flavor, selbst mitnehmen mit Zimt und dann geht's auch schon los. Mein Bruder, ich hoffe, wir konnten dir das Wochenende gut helfen, gut mich, dienen. Siehst mich? Ja, siehst du mich? Ja. Ist gut so, ist gut so. Gut dienen konnte dir, ja. Ja, ne? Sehr gut, geil. Also wir haben versucht. Das ist das Ergebnis. Ja, Mann. Ey, Digga, ey, bei dem Standardfeld war es echt gut, Digga. No joke, also. Das ist okay. Ne. Guck mal, 6. November, 6. Platz. Scheiße, jetzt sehe ich das. Nächstes Jahr, 1. November, 1. Platz. Ja, safe. Und hast du jetzt noch vor, los? Also nächste Woche noch oder lieber eine Woche warten, dann ins Haus? Ich überlege immer noch so, ich. Ja. Aber wenn, dann werdet ihr es natürlich dann bei ihm auf seinem Kanal sehen. Falls es losgeht oder nicht. Ich gehe jetzt mal auf jeden Fall nach Spanien, kommt ihr mit mir? Hast du gesagt, ne? In Spanien bin ich Dings, Mann. Ja? Spanien bin ich in Berlin, Digga. Das dachtest du ja auch nicht. Nee. Du kommst mit, man. Aber danach die Woche könnte ich dann. Ja, danach ist ja nichts mehr. Nee, nee. Ist dann noch nicht. Alter, fällt aus. Na, 4. Dezember noch was. Das ist schon 18.30 Ja. 4. Dezember noch was, Bruder. 4. Dezember noch was, hast du gesagt. Nee, das ist auch gefallen, Logi. Ah. Also okay. Hat mir der eine gestern erzählt. Mal, wir können mal gucken, Bruder. Deine mal mir erzählen, wie da fällt's aus. Also musst du mal. Ja, ich hab, wie gesagt, wir werden es dann auf Steve seinen Kanal sehen. Auf jeden Fall vollgefressen. Wenn was vorgeht. Das war schon geil. Ja, Mann. Also, gern dir, Bruder. Und komm gut später nach Hause, ne? Ja, na klar. Ciao. Mach mal auf, ja. Dann doch sagen wir tschüss. Nur für die Kamera tschüss. Ja, genau. Ciao. Hallo. Ja, hallo. Schauen Sie. Hey. Ulmi, hallo, ich bin wieder da. Ich bin ja wieder da. Ja, hallo, Ulmi. Hallo. Arschwacklerin, hä? Alter. Die Arschwacklerin. Du bist eine Arschwacklerin, Ulmi? Ja, hallo. Warte, die? Nicht. So, Freunde, nach 9 Stunden sind wir endlich angekommen. Boah, ich bin auch mega, mega tot, Alter. Boah. So. Ich zeige jetzt mal noch eine kleine Einblendung hier. Wie sehr
sehr Zwangsmilch vermisst hat, der hat so richtig geweint, hat mir mal wieder Videos geschickt. Mega, mega, mega süß. Und ich hoffe, diese Vlogs-Austrag haben euch alle gefallen. Auch die Vlogs von Eike, von mir, von Udo Hallo. Und von Steve. Und schaut gerne bei denen vorbei, bei den Leuten Daumen oben geben, kommentieren, argumentieren, kommentieren, abonnieren und sowas alles. Liken. Und liken dies, das. Also, danke für den ganzen Support, für alles, was ihr gemacht habt über das ganze Wochenende. Und ja, hier beendet dieses Video mit dem Vlog aus Prag. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Peace aus.